Moin Moin, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute habe ich wieder ein Vorstellungsvideo und zwar habe ich euch hier den Arma Outcast 4x4 4S 1:10 BLX Ready to Run ins Haus geholt. Oh, langer Name. Ja, was haben wir? Wir haben hier einen 1:10er Monster Truck, eine kleinere Version vom 1:8er Outcast, diesmal hier in der 4S Variante. Diese Plattform gibt es ja auch mit der, ja, die andere 4S-Variante ist der Creighton und dann gibt es ja noch die 3S-Version mit dem Big Rock Crew Cab und den Granite und den, ja, den Buggy und den Short Course. Also der, die habe ich jetzt hier noch nicht gehabt, aber den Big Rock, den habt ihr, könnt ihr auch bei mir sehen in ein paar früheren Videos und ja. Hier auf dieser Seite gibt es jetzt ja nicht so viel zu sehen und dann schauen wir uns mal die anderen Seiten von der Verpackung an. Dafür unterbreche ich immer mal ein bisschen das Video, denn habt ihr nicht so dieses Gewuschel hier. Ja, hier könnt ihr einmal das Chassis ohne Karosserie sehen, die einzelnen ja, Sachen, was den Wagen so halt ausmacht. Ne? Da hast du ja einmal hier die, könnt ihr mal einmal hier die Höhe einstellen, dass die Dämpfer mit Öl gefüllt sind oder dass es Oil-Filled Shocks sind. Eben halt Öldruckstoßdämpfer auch ganz normal. Auch hier, dass er hier eben halt höheren Schmutzschutz hat. Ja, Adjustable Body Mounts, dass er hier höhenverstelltere Karosseriehalter hat und eine Wheelie Bar. Hier haben wir einmal die einzelnen Komponenten von dem Wagen aufgeführt, eben halt dieses Power Module, das Easy Access Electronic Module, das sind so Besonderheiten, was den Wagen so ausmacht. Auch die Diffs vorne, dass das mit wenigen Schrauben halt getan ist, die ganze Geschichte auszubauen. Ich habe das selber schon mal ausprobiert, also da hat Arma sich echt was beeinfallen lassen. Also das ist relativ gut gemacht. Zu den Dämpfern kommen wir gleich noch, wenn ich euch das Auto ohne Verpackung zeige. Ja, da haben wir hier einmal noch ein paar Features, was den Wagen ausmacht. Ja, einmal hier diese Chassisstrebe. Ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt so viel Sinn macht beim Kunststoffauto. Da halt Downforce wegen, ja, das ist alles so hier. Der kommt jetzt mit EC5-Konnektoren, nicht mehr mit XC90. Was bei diesem Modell jetzt verwunderlich ist, da sind zwei Stück verbaut, aber es ist kein Jumper dabei. Also da weiß ich, ob sie das mit Absicht gemacht haben oder einfach nur schlicht und ergreifend die ganze Geschichte vergessen, weil bei dem 1:6er Autos ist überall eine Brücke bei und hier, wo es eigentlich eher Sinn macht, keine Brücke zu haben, weil man, oder wo es eher Sinn macht, eine Brücke zu haben, weil viele, denke ich mal, auch ein 4S zu Hause haben, haben sie es einfach weggelassen. Ja, hier steht zwar Metal Gear Differential, aber so wie man hier guckt, es ist nur das Innenleben des Differentials aus Metall. Der äußere Ring, das Tellerrad, ist aus Kunststoff. Es hält. Bis jetzt habe ich da noch keine Probleme mit gehabt, zum Beispiel bei dem 3S-Modell. Dieser hier ist auch schon gefahren, ihr werdet hier jetzt kein neues Auto sehen. Da gab es dieses Problem auch noch nicht, dass irgendwas kaputt gehen soll. Also wer da sagt, der hat ja Kunststoff-Tellerräder, also da brauchst du dich da keine Gedanken machen. Ja, da kommen wir einmal hier zu den Spezifikationen. Der hat eine Länge von 48,7, eine Höhe von 21, eine Wheelbase von 40 und das Gewicht beträgt 3,75 Kilogramm. Da steht jetzt gar nicht, ob das fahrfertig oder nur das Auto selber ist. Was haben wir hier verbaut? Einmal die Spektrumfunke, die STX2. Das Servo 15 Kilo, ist nicht so, ja, das ist okay, das kann man nehmen. Das in den 3S-Modellen kann man getrost vergessen. Da haben wir hier einmal die BLX 120 und den BLX-Motor mit 2400 kV. Ja, das ist eine umgelabelte Hobbywing-Kombo, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Hier haben wir noch ein paar Sachen, hier ist einmal noch aufgeführt, was man noch benötigt, damit man fahren kann. Eben halt die Batterien, Akku, Lipo und so weiter. Und hier sind auch noch mal die Besonderheiten von dem Auto aufgeführt, was es noch so hat. So, dann kommen wir einmal hier zur STX2-Funke.
Ist eine gute, was heißt gut nicht, ist eine solide Standardfunke, ist jetzt nichts weltbewegend. Die DX2E ist um Welten besser als diese Funke hier. Diese gibt es jetzt auch in einer neueren Version mit Moosgummi-Lenkrad. Und aber ob die jetzt so viel besser ist als diese hier, glaube ich nicht. Sie hat eben halt einen dritten Kanal. Betrieben wird sie mit 4 AA-Batterien. Und hier sind alle nötigen Einstellungen bei, die man haben kann. Throttle, Steering, Steering Trim, Throttle Trim und die Durate. Was bei dieser Funke ganz cool ist, man kann halt einen Throttle Limiter. 175 und 50%, das ist für einen Anfänger gar nicht mal so verkehrt. So, und was haben wir hier? Hier haben wir einmal das Zubehör, einmal hier eine Bedienungsanleitung, einmal hier ein Schlüssel, um den Slipper einzustellen, den roten, und einmal noch ein paar C-Klipse für die Dämpfer und halt Aufkleber von dieser Seite. So, das war es soweit zum Zubehör. Kommen wir jetzt gleich zum Auto. So, hier haben wir mal den Outcast 4S. Ich finde, die Bronze ist eine sehr schöne, schön gewählte Farbe. Ihr seht schon, der ist schon hier, hat schon hier einen oder anderen Kratzer erlitten, weil ich ja mit dem schon gefahren bin. Die Reifen haben schon leichte Abnutzungsspuren, weil er mal von mir auf Asphalt bewegt worden ist. Aber sollte man nicht zu oft machen, weil dann sind die Reifen schnell runter. Zu den Reifen selber. Die haben einen sehr guten Grip. Die Felge ist die vom 1 zu 8er, nur eben halt, das sind Low-Profile-Reifen, also die haben einen niedrigeren Querschnitt. Die 1 zu 8er. Ja, gucken wir mal hier die Karo so ein bisschen an. Soweit nicht großartig was zu entdecken. Gucken wir ihn einmal jetzt unter das Kleid. So, da bin ich wieder. Ja, was sehen wir hier? Ein komplettes Kunststoffchassis mit einer Metallstrebe in der Mitte. Hier vorne Kunststoffdämpferbrücke, Kunststoffantriebswellen, verstellbare Fahrwerksgeometrie mit den Links-Rechts-Gewinde hier. Die Kunststoffwellen, muss ich sagen, bin ich sehr von angetan. Normal denkt man, oh, Kunststoffwellen, die gehen sofort kaputt. Nein, das ist nicht so. Die halten wirklich was aus bei dem Auto. Der eine oder andere wird es vielleicht jetzt schon gesehen haben. Das ist auch ein Problem bei den 3S-Modellen. Die Dämpfer sind undicht. Das kann man hier vielleicht nicht so schön erkennen, aber da sieht man es. Da, das ist schon alles vollgesifft hier. Also da werde ich mal demnächst mir die von Hot Racing holen. Kostet man ein bisschen mehr Geld, aber denn dafür hat man da dann endlich mit Ruhe. Ja, was gibt es hier zu entdecken? Da haben wir hier einmal eine ganz normale, der hier, wie gesagt, wie die 1 zu 8 Modelle keine Pivot-Ball-Aufhängung, der hat eine ganz normale C-Hublenkung. Gucken wir hier mal weiter. Hier sagen auch viele, dass dies hier mit der Lenkung leichte Probleme geben soll, auch mit dem Servo-Saver. Da hatte ich bis jetzt auch noch keine Probleme mit. Den einen oder anderen wird es auch schon aufgefallen sein, ich habe hier meinen XC90 rangelötet, weil ich nur hauptsächlich XC90 fahre. Da haben wir einmal die Elektronikeinheit mit Empfänger, Regler und darunter ist das Servo, Regler und Empfänger. So, das kann man im Ganzen rausnehmen, es funktioniert ganz gut. Da haben wir einmal die Motoreneinheit. Den 2400 kV Motor, 4S fähig. Akkumäßig passt ja eigentlich alle so meine 4S rein, die ich habe. Es gibt ein, zwei, die passen nicht, aber die sind dann halt für andere Autos gedacht, nicht halt für diesen hier. Und ich muss sagen, dass das Chassis doch relativ stabil ist. Drehen wir das ganze Auto mal ein bisschen. Gucken wir uns hier mal von hinten an. Da haben wir einmal die Wheelie Bar. Outcast Schriftzug. Und auch hier kann man erkennen, dass die Dämpfer am Lecken sind. Das ist echt ärgerlich bei den Autos. Da hätten sie ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen können, um die besser zu machen. Was bei dem Auto auch ein leichtes Problem sein soll, sind die Querlenker hinten. Die sollen öfters mal hier an der Stelle brechen. Zack, da knacken die ihn einfach weg.
Ja, hier mit der Power-Einheit, die hatte ich schon einmal ausgebaut, um was zu kontrollieren. Aber hier ist das Problem, wenn man jetzt ein bisschen im Dreck gefahren ist, ist da so viel Sand hier in den Ritzen überall zwischen. Ist da so viel Sand in den Ritzen hier überall zwischen, dass man die schlecht rausbekommt. Nur mit viel Gewalt, Hebeln und hast nicht gesehen. Es ist von einmal eine gute Idee, aber wie gesagt, nur wenn man auf sauberen Untergrund fährt, dann funktioniert das reibungslos. Ja. Drehen wir den ganzen Wagen nochmal um 180 Grad. Zack. So, kann man hier nochmal sehen. BLX 120. 15 Kilo Servo. Der Motor mit einem Kühlkörper und einem aktiven Lüfter zusätzlich. Ja, kommen wir hier noch zu den Reifen. Hier ist das Phänomen, er hat 17 mm Hexis, aber so eine komische Mittellösung mit diesen Unterlegscheiben und den, ja, Radnaben, sage ich jetzt mal. Also da hätten sie gleich, sollte auch angeblich dem Kostenfaktor geschuldet sein, dass man hier was anderes verbaut hat. Meine Meinung ist, das andere wäre auch nicht viel teurer gewesen. Also, aber das Gute ist, die Reifen kann man wenigstens noch auf 1 zu 8er Autos ohne Probleme fahren, weil die halt 17 mm Mitnehmer haben und die passen da überall rauf. Gucken wir uns den ganzen Wagen nochmal von unten an. So sieht er von unten aus. Glatte Chassis. Qualitativ sieht sehr gut aus. Muss ich sagen, vom Kunststoff. Und ja. Sonst gibt es ja eigentlich nicht viel zu sagen. Einmal kurzer Überblick vom Wagen. Und ja. Ich bin ihn gefahren und es ist auch, sag ich jetzt mal, das gleiche Fahrverhalten wie vom großen Bruder. Bringt Spaß, ist eine Backflip-Maschine. Aber um da Backflips machen zu können, ist es zwingend notwendig, den noch an 4S zu betreiben. Vielleicht seht ihr noch mal irgendwann ein Fahrvideo von Ihnen. Wann das irgendwann? Ich habe so viele Fahrvideos geplant. Weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.